Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Etwa ein Stündchen beobachten und genießen wir auf der Besucherterrasse die an- und abfliegenden Maschinen. Dann begeben wir uns wieder auf den Heimweg. Der Airport Rijeka, zu dem wir nun wieder zurückfliegen wollen, wartet noch mit einer wichtigen Besonderheit auf. Er öffnet nämlich offiziell nicht nur erst um 10 Uhr seine Tore, sondern schließt sie auch bereits wieder um 15 Uhr. Wenn wir nun ohne Umwege an der Küste entlang fliegen, passt das genau. Sollten wir aber eine Freigabe bekommen, um die Kirka-Wasserfälle herumzufliegen, dann wird's eng. Und der Airport nimmt 50 Euro für jede Viertelstunde, die ein Flugzeug nach der im Flugplan stehenden ETA, also der Estimated Time of Arrival, später ankommt. Tja, und was soll ich sagen? Genau das ist passiert. Wir haben die Freigabe bekommen und sind noch eine sehr, sehr schöne Runde um das Naturschutzgebiet der Kirka-Wasserfälle geflogen. Und prompt waren wir zu spät. Allerdings trauen wir diesen 100 Euro für beide Flugzeuge nicht so wahnsinnig lange nach, denn die geflogene Route war wirklich sehr, sehr schön. Schauen wir kurz auf die Details, bevor wir abheben. Wir starten entgegengesetzt zur Landerichtung, also auf der Piste 21, was sicher der interessantere der beiden Abflüge ist, weil wir noch einmal einen Blick auf das Städtchen Bol und die gegenüberliegende Insel Kwa werfen können. Anschließend verlassen wir die Insel Brač Richtung Westen, immer an der Südküste der Insel Scholta entlang. Bei der Stadt Šibenik fliegen wir dann Richtung Naturschutzgebiet Krka und werfen einen Blick auf die bekanntesten und wohl auch schönsten der 7 Wasserfallkaskaden. Bis fast an das nördliche Ende des Naturschutzgebietes folgen wir dann dem Kirka Canyon. Danach fliegen wir wieder zur Küste und besuchen unter anderem die Städte Tribun, Biograd und Zadar. Neben Šibenik und Vodice sind diese Städtchen die schönsten im mittleren Dalmatien. Dann bitte ich den Lotsen um eine Freigabe für die Kontrollzone von Zadar, die wir ebenfalls sofort bekommen. Allerdings ist die Stadt doch zu weit entfernt, als dass man Einzelheiten erkennen könnte. Eine halbe Stunde später sind wir dann wieder in Rijeka.
413, descend to 6,000 feet. Descend 6,000 feet, Karatia 41. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation approaching Golf 2. Intention for the routing now is Sierra 5 Alpha 3 Oklax and then back to Whiskey 3. Is that possible? Delta Mike Echo Mike Zulu approved. Delta Mike Zulu approved. Nun kommen wir wieder aufs Festland, genauer nach Šibenik. An dieser Stelle mündet der Fluss Krka in die Adria. Auf einer Länge von rund 70 Kilometern und mit etwa 250 Höhenmetern hat der Fluss ab Knien einen fjordähnlichen Canyon in das Gelände gefressen. Und an insgesamt 7 verschiedenen Stellen haben sich einzelne Wasserfälle oder ganze Wasserfallkaskaden gebildet. Hier und in der Umgebung der Plitvicer Seen, einem Nationalpark gut 100 Kilometer nördlich von hier, wurde in den 60er Jahren ein großer Teil der Karl-May-Filme gedreht. Es ist eine grandiose Naturlandschaft. Der höchste ist der Manolowatz-Wasserfall mit einer Höhe von 60 Metern. Er befindet sich noch etwa 5 Kilometer nördlich von unserer nördlichsten Stelle. Der Roski Slab ist Wasserfall Nummer 6. Er ist etwa 650 Meter lang und fällt knapp 40 Höhenmeter hinunter. Hier wurde zum Beispiel der Schlussteil des Films Der Schatz im Silbersee gedreht. An dieser Stelle macht uns der Controller auf einen Waldbrand aufmerksam, der sich selbstverständlich schon seit einiger Zeit im Fenster unübersehbar macht. Ob wir das Löschflugzeug in Sicht hätten, das dort gerade unterwegs ist, fragt er. Als ich das verneine, bittet er uns, nicht weiter nach Osten zu fliegen und stattdessen nach links zu drehen. Wir wundern uns ein wenig darüber, dass man uns hier so unbehelligt fliegen lässt. In Deutschland wäre längst ein Beschränkungsgebiet und damit ein Flugverbot definiert worden. Aber wie schon an anderer Stelle gesagt, man ist in Kroatien zwar immer an der Leine des Lotsen, aber sie ist so lang, dass es den touristischen und fliegerischen Zielen kaum abträglich ist. Musik
Hier am Meer angekommen, haben wir nun noch eine Stunde Flugzeit bis Rijeka. In der Luft ist nichts los. Wir sind der einzige VFR-Verkehr und können uns deshalb weitgehend auf den Genuss von Meer, Strand und Inseln konzentrieren. Im Gegensatz zum Hinflug fliegen wir nun überwiegend am Festland entlang. Eine ebenso fantastische Landschaft, die nun unter uns hinwegzieht. Es gibt Tage, da kann ich mich einfach nicht satt sehen. Und heute ist auch wieder so einer. Tula Radar, hello, this is Delta Mike Echo, Mike Zulu, formation again. Delta Mike Zulu, Pula Radar, hello again, identified, proceed to Rijeka, Queen H1017. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Queen H1017, and next report, can you please repeat? Delta Mike Zulu, proceed to Rijeka, you don't have to report anything. Delta Mike Zulu, roger.
Eka Tower, this is Delta Mike Echo Mike Zulu Formation again. Mike, Eka Tower, good day. Mike, surrounding is 1.1016. Delta Mike Eka Tower, good day, proceed inbound 1, Mike 1, 4, QNH 1, Delta Mike Echo Mike Zulu, I read you 1. I would like to wait 1 or 2 minutes and we'll try it again. Delta Mike Echo Mike Zulu, Eka Tower, how do you read me now? Delta Mike Echo Mike Zulu, read you 3 now. Please say again. Delta Mike Echo Mike Zulu, runway news is 1-4, after passing Kilo 1, proceed inbound Mike 1, QNH 1016. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, active runway is 1-4 and QNH 1016 and next report Kilo 1. Mike Zulu, turning final 1-4. Mike Zulu, clear to land runway 1-4, wind 270 degrees, 4 knots. Delta Mike Zulu, runway 1-4, clear to land. Delta Mike Zulu, vacate via Alpha. Delta Mike Zulu, vacating via Alpha. Delta Mike Golf, Tango Zulu, number 2 of the formation, turning final 1-4. Tango Zulu, roger, clear to land runway 1-4, wind 270 degrees, 4 knots, QNH 1016, vacate via Alpha. Mike Tango Zulu, QNH 1016, will locate via Alpha, clear to land 1-4.